Hallo und herzlich willkommen bei Virtual Studios und einer neuen Folge Creativos. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. In der letzten Folge oder Folgen haben wir hier angefangen, unseren Tempel zu bauen. Und der ist auch schon gut vorangekommen. Also ich baue ja nur die eine Ecke und dann ziehe ich das immer peu à peu nach drüben. Also hier die Tür bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher, wie ich die weiterführen werde. Eigentlich möchte ich mich lieber erstmal ein bisschen ums Dach kümmern. Dach ist ein Problem, denn ich hätte gern dunkelrot, dunkelrote Slabs fürs Dach. Gibt's nicht. Gibt es einfach nicht. Aber wir finden gleich schon eine Lösung nach dem Intro. Hier, das wäre so die perfekte Farbe. Zwar teuer, aber es gibt davon kein Slabs. Es gibt davon einfach keine Slabs. Das wäre auch geil gewesen. Gibt es auch keine Slabs. Das wäre auch okay gewesen. Auch keine Slabs. Auch keine Slabs. Nee, das nicht. Ja, der wäre. Ja, die sehen halt schick aus. Aber das Problem ist, ich will keine. Dann kann ich auch die roten nehmen. Weißt du? Hier, die von denen. Ja, schwierig. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal hier so eine Art kleine Kante rein. Ups. So, nicht. So, wo wir dann quasi ansetzen. Mit dem Überdach. Ja, machen wir einfach mal so. Ziehen wir die hier raus. So. Peu à peu. Ja, hier nicht, weil der kommt ja dann daneben. Genau. Ja, richtig doch. Musste ich gerade mal überlegen. Mal erstmal hier so Börse. Wo wir auf jeden Fall wissen, wie es hinkommt. Wie gesagt, das ärgert mich ein bisschen, dass wir da zu wenige Möglichkeiten haben mit den Slabs. Und das Ding ist, ich wette ganz genau, wenn wieder mal was in Slab-Form erscheint, dann ist das, was ich brauche. Und dann, ja, dann bin ich aber hoffentlich auch durch hiermit. So, was haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2 passt natürlich nicht. So würde es gehen. Ja gut, geht nicht anders. Ich muss ein bisschen was dazwischen packen. Wo ich schon mal hier draußen stehe. So. Nehmen wir die doch mal so mit. 2, 3. 1, 2, 3. Das ging ja von hier eigentlich recht gut. Total doof, egal. So. Bloß wenig Abstürze, das wäre ganz nett. Wenn wir halt schon nicht haben, wie wir was haben wollen hier, müssen wir ein bisschen improvisieren. Ich habe auch schon überlegt, ob ich hellere rote Slabs nehme und dann ein bisschen mit Schwarz drin. Aber dann habe ich halt so, ja, wie soll ich sagen, boah. Zu schnell kann ja keiner reagieren, wie er hier manchmal runterknallt. So geht es natürlich auch.
Oh, und dann müssen wir hier mal schauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also rein theoretisch ist er hier 1, 2, 3, 4, 5. Hier meine ich. Gibt ja die Mitte. 3, 4. 1, 2, 3, 4, wir sind ja flexibel. Ist nicht alles der richtige Abstand. Ach ja, ich habe alle Leafys getötet. Danach auch alle Pixes von dieser Questreihe. Und jetzt wäre als nächstes dran. Na, wie heißen sie? Ihr seht es, glaube ich, nicht, ne? Ne, genau. Ich bin genau da drüber. Geh mal weg. Tschüss. Purples und Rockstars. Sollen wir als nächstes killen? Also, ja. Wisst ihr Bescheid? Purples und Rockstars. Machen wir das hier so. Wollen wir das so haben? Und dann hier einfach so die Platten drauf. Ich meine, gibt, glaube ich, ein schönes Bild. Ich habe ja extra ein paar bisschen Macht, aber wenn das also für den Rest des Gebäudes reicht es definitiv nicht. Aber jetzt so für den Anfang ist es, glaube ich, nicht verkehrt. So, wir haben hier mal so ein paar schöne Ecken drin, an denen wir arbeiten können. Ich traue dem nicht ganz, deswegen lieber vorsichtig. Manchmal hat er ja seine Probleme mit dem Crouchen, wie auch mit vielen anderen sehr unfeinen Abstürzen. Ja, es ist kostensparend, wenn ich das so mache. Lustigerweise. Weil aus einem dicken kommt zwei kleine raus und da habe ich hier schon mal das Doppelte an Fläche. Die ist, weiß ich aber auch noch nicht genau. Opa. Lass mal gucken. Ja, passt aber soweit. Okay. Hier packen wir mich noch einen drauf. Wie gesagt, die Abstände variieren ein bisschen, ist aber okay. Ich kann damit leben. Und dann ist gut. Okay, ja, jetzt kommt das Dach. Entschuldigung, mein Auge juckt. Mehr oder weniger. Denn da fehlt noch was. Also, was heißt, da fehlt was? Ja, nee, ich brauche jetzt das Dach. Ach, das ärgert mich. Ich hätte es gern flach gehabt. Wir können es ja mal, wartet mal. Wo haben wir denn den da? Den da wollte ich jetzt. Ich habe keine. Da! Ich habe gar keine Dings mehr. Okay, müssen wir erstmal ganz schnell zurück. Ja, eklig. Ich habe gar keinen Canyon Stone mehr. Doof. Gut. Kurz abwarten.
Einen Moment Geduld. Wir entwickeln es jetzt. Entschuldigung, wir entwickeln es jetzt gerade. Ich knall immer, wenn ich hier so diskikuliere gegen das Mikro, was mir hier so halb im Gesicht hängt. Wo ist mein Canyon? Da ist mein Canyon. Canyon. Sieht auch cool aus mit dem Feuerchen und so. So kann man wirklich halb in den Wald schlagen. Ist cool. So. Canyon. Hier hatte ich mal angefangen, glaube ich, abzubauen. Nee, hier nicht. Hier auch nicht. Ich glaube, eine Etage tiefer war ich da ein bisschen weiter. Aber wollte ich mich. Oh Gott, jetzt erstmal Krieg hier. Hey! So. Natürlich müssen wir die jetzt nicht killen, kommt bestimmt später. So, nehmen wir erstmal hier so eine kleine Ecke raus. Nee, das ist die richtige Farbe. So eine Farbe hätte ich gern für mein Dach gehabt. Ja, ich brauche ein paar mehr. Lohnt sich ja nicht, wenn ich hier dann wieder herlatschen muss. Bald habe ich echt den ganzen Berg abgetragen. So. Ich weiß. Canyon kloppen ist jetzt auch nicht so das Wahre vom Ei. Aber das gehört halt in so einem Spielchen dazu, wo man keinen freien Modus hat. Aber bin ich auch ganz glücklich drüber, sonst. Gut, ich hätte alles im Überfluss. Ne? Ich könnte wirklich bauen, 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 bauen. Aber dann würde ich den Server noch schnell zum Einsturz bringen, glaube ich. Bei der aktuellen Performance. So zerstöre ich nur halb die Welt. Stell dir mal vor, du brauchst alle Canyons auf. Alter Schwede, du bist aber echt am Arsch. Wenn du mit Canyons arbeitest, mit Canyon Stone arbeitest. In jeglicher Form. Komm, wir machen mal ein 300er Stack voll. Und dann muss das reichen. So, hier schön lang. Nach der Aufnahme mache ich aber auch mal Päuschen. Ich krieg Hunger. Mir knurrt schon der Magen. So, ja, reicht fast, oder? Würde ich mal sagen. Vielleicht sogar ein Ticken zu viel. Wenn wir alles mitnehmen. Ein wenig, aber komm, nehmen wir alles mit. Du hast aber gesagt, du machst nur 300, aber mein Gott, diese halbe Minute macht den Kohl ohne Schwert, würde ich mal sagen. So, direkt weg hier. Ich denke, ich habe alles, was ich dann brauche. Rote Farbe habe ich mich auch schon ein wenig produziert. Ich glaube, zwei Dinger sind voll, zwei Prozessoren. Und dann ist okay. Esse ich denn gleich? Kennst du gar nicht mehr aufs Spiel konzentriert? Gerade echt so einen richtigen Hungerflash. Ach, der Baum. Und tschüss. Oh Gott. Leute, komm, lad schneller. Ich will wenigstens ein bisschen was schaffen in der Folge. Als nur diesen Krieg. Kringel da oben. Da habe ich aber auch nicht. Aber der braucht nicht lange. Der braucht nicht lange. Hätte ich mal vorher reinschmeißen sollen. Ja, ein paar habe ich ja noch. Aber wenn ich das nutze, wie ich es nutzen so werde, dann brauche ich hier noch ein paar mehr. Na, den einen kann ich nicht verbrauchen. Also brauche ich den Schlamm ja nicht. Den Mold. So, nein.
Zum Testen. Ja, ein bisschen Farbe habe ich ja. Um es zu testen, muss ich natürlich eine größere Fläche machen. Deswegen hauen wir die mal alle rein. Ist wie gesagt nicht das Optimale, also nicht die optimale Farbe, die ich mir erwünscht hätte, aber ich glaube, das ist, kommt immer noch besser als. Wenn ich das jetzt hier mal so vergleiche. Ne, nicht du, sondern wo bist du? Da bist du. Ist ja schon ein bisschen dunkler und dann halt noch mit weißen Ochsung. Ja, geht schon klar. Muss klar gehen, gibt keine Alternative. Damit kommen wir ja nicht weiter. Denn ich will schon ein paar mehr Stufen haben. Dö, schneller. Die Rädchen drehen sich, Rädchen drehen sich. Ah, wir können ja kurz ein bisschen Rockstars kloppen gehen in der Zeit. Und Purples, die müssten ja hier am Strand rumrennen. Meine Technik da unten. Was kein einziges? Da ist eine Purple. Purple, Purple, Purple. Das war's. Ich habe mir auch noch nie diesen King geholt. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Es gab mal die Möglichkeit, wenn man das entsprechend kleinen Dings gebaut hat, Altar quasi, dann hat man den King rufen können. Na, guck mal, hier sind ein paar. So, zwei. Von denen brauchen wir halt, wie gesagt, nur ein paar. Noch einen großen und dann gibt es noch die kleinen. Auch nicht weg. Eins. Oh, die sind ganz schön flink unterwegs hier. Zwei. Also vier haben wir schon. Die sind auch erst später dazu gekommen. So, jetzt sollten die auch fertig sein, glaube ich. Nee, ich habe schon mal zwei Drittel fertig. Oh, Leafy. Da ist noch eine Purp. Nee, das ist ein Sack. Oh, na ja, Folge ist eh fast um. Nichts gemacht. Also kommt es mir manchmal vor. Das ist eine Katastrophe. Nee, das ist gar nicht, also doch, das ist schon mein Haus, aber nicht das, wo ich eigentlich hin wollte. Also, hier rein. Die Landschaftsanpassung wird auch noch ein Spaß. Da sind noch viele, viele Baustellen, an die wir ran müssen. Komm, hauen wir direkt alle rein, die wir haben. Und wir dann in der nächsten Folge natürlich umso besser vorankommen, weil erstmal müssen wir ja wieder entwickeln. Und dann können wir das ratzifatzi rüberziehen. So. Jetzt kommen wir hier noch auf die letzten Minuten, machen wir noch ein bisschen. Verdammt.
Wird auf jeden Fall ein ganz schöner Bunker, ne? Hier so. Am Verhältnis zum Drachen ist es ja gar nichts. Das ist ja gerade mal hier so, wie der Buschel da ist. Hier habe ich schon gut gemacht, aber das ist auch wirklich nur hier oben, ne? Hier die Seite, die Seiten an sich fehlen, die unten fehlt. Schon übel. So. Licht an. Ich habe keine Ahnung, wie ich anfangen soll. Eigentlich nicht. Mal der hier hin. Toll, jetzt. Ah, ne, guck mal, ich habe ja noch große. Sehr gut. Hätte ich aber schon so gern so rum. Kurz überlegen, so. Nur der nicht dahin. Gehen wir noch einen runter. Würde ich mal sagen. Nehmen wir mal den hier holen. Sobald wir hier eine so eine Spur haben, ist ja okay. So, das sollte reichen. Das ist okay. Nehmen wir den mal hier hin. Wo ich das, glaube ich, doof finde. Mach das mal so rum. So rum. So hin. Und hier gehen wir eher hoch sogar. Oder einen raus. Ich habe ja auch noch die Treppe. Warte mal, vielleicht lieber mit der Treppe. Ja, wir müssen ja hier so ein bisschen entwickeln. Da setze ich auch nochmal die Treppe hin. Er ist mir zu fett. Lass ich das mal erstmal so stehen. Oder hier den dicken rein. So. Das Ganze einmal hier rüber. Ich muss das gar nicht an diesen ganzen Positionen festmachen. Optimalerweise ist hier nämlich der nächste erst.
Ja, das passt ja genau. Warte mal. Ja, ich muss kurz überlegen. Dann machen wir hier mal die ganze Front quasi durch, wie wir sie haben möchten. Ich sage ja jetzt hier, wenn wir hier so einen Ansatz haben, ist das ja relativ easy gemacht. Muss nur kurz später dann in der nächsten Folge überlegen, wie weit wir das nach oben ziehen. Also ein bisschen auf jeden Fall. Der soll ja oben ein bisschen schmaler werden, aber auch nicht zu viel schmaler. Ich muss den hier runternehmen, das sieht sonst doof aus. Oder ich packe hier so die Treppe hin. Das ist vielleicht auch eine Idee. Nee, eine schlechte Idee. Ich mach das so. Ich nehme den mal generell hier raus. Oder noch anders. Ich habe noch eine Idee. Ich gehe hier auch noch mit dem roten einen raus. Ich weiß, ich bin über der Zeit, Jungs, Mädels. Tut mir leid. Kommt. Kommt, kommt, kommt alles. Recht so, das fällt vielleicht gar nicht mehr so stark auf, denn machen wir das jetzt mal ein bisschen schneller, ein bisschen einfacher. Bitte geh auf. Nein, warum denn nicht? Eins, zwei, drei, eins, zwei. Nicht mal das passt, oder wie? Nee, so müssen wir das dann machen. Eins, zwei, eins, zwei, genau. Ist hier oben drauf quasi die. Ziehen wir es aber in die Länge. Entschuldigung, 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 kommt, kommt weg. Zack, zack. So. Ich denke, es ist für den Anfang vielleicht gar nicht verkehrt. Ja, das werden wir uns nochmal später genauer angucken, aber so sieht es ja schon mal nicht schlecht aus, finde ich. Ist wie gesagt nicht meine Traumfarbe, aber gut. Es ist nicht alles vorhanden, aber wir können damit leben. Deswegen auf jeden Fall ganz herzlichen Dank fürs Zusehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dahin und tschüss.